Die Funktion der Nieren besteht darin, die harnpflichtigen Substanzen aus dem Blut herauszufiltrieren und gleichzeitig aber auch den Wasserhaushalt des Körpers zu regulieren, Salzhaushalt und Säure-Basenhaushalt. Und letztendlich werden in der Niere doch auch einige Hormone produziert. Und im Gegensatz dazu ist die Funktion der harnableitenden Wege, also des Nierenbeckens, des Harnleiters, der Harnblase, besteht im Prinzip darin, diese ja, harnpflichtigen Substanzen schlussendlich aus dem Körper herauszubekommen, werden dann in der Blase gesammelt und dann eben schlussendlich dann über die Harnröhre dann ausgeschieden. Ja, wir unterscheiden prinzipiell zwischen Nierenstein und Harnleitersteinen. Prinzipiell sind alle Steine Nierensteine. Die Steine werden eben zunächst in der Niere oder eigentlich eben im Nierenbecken gebildet und dann bezeichnen wir sie als Nierensteine. Und in dem Moment, wenn sich ein Nierenstein auf den Weg in die Blase macht, dann muss er da über den Harnleiter passieren. Und wenn ein Stein dann zum Beispiel im Bereich der Passage des Harnleiters stecken bleibt, dann bezeichnen wir das als Harnleiterstein. Prinzipiell sind Nierensteine eine Volkskrankheit, das heißt, es ist eine prinzipiell häufige Erkrankung, also vergleichbar mit zum Beispiel so etwas wie Blutzuckererkrankung oder Bluthochdruck. Es ist sehr davon abhängig, zum Beispiel es gibt geografische Unterschiede, es gibt ethnische Unterschiede, es gibt genetische Unterschiede, eine Vielzahl von Faktoren, die da reinspielen. Es ist generell so, dass in den westlichen Industrienationen, in den weiterentwickelten Ländern Nierensteine deutlich häufiger sind. Also es ist beschrieben, dass bis zu 20% der Bevölkerung an Nierensteinen leiden. Also es ist schon dann jeder Fünfte, ist ein erheblicher Anteil der Bevölkerung. Ja, Harn- und Nierensteine sind aus verschiedenen Gründen behandlungsbedürftig. Vor allen Dingen dann, wenn sie symptomatisch werden, also wenn sie zum Beispiel Schmerzen machen oder andere Symptome. Es sind sehr unangenehme Beschwerden und dann müssen sie auf jeden Fall behandelt werden. Es gibt auch asymptomatische, vor allen Dingen Nierensteine. Das können kleinere Steinchen, vielleicht im Millimeterbereich in der Niere sein, aber auch durchaus größer, die dann keinerlei Beschwerden machen. Wenn diese Steine sehr, sehr klein sind, dann müssen sie nicht in jedem Fall behandelt werden. Aber gerade die Steine, die wir als Harnleitersteine bezeichnen, das sind in der Regel die Steine, die die Schmerzen machen, diese kolikartigen, wellenförmigen Schmerzen, die man dann so typischerweise auch kennt.